Ich denke gerade so, hey, hat er den gesehen? Du magst mich, oder? Der Commonwealth Slay my Skeleton. Ich sehe es gleich, komm, wenn ich hier nämlich am 7 bin. Da ist schon ein Skelett, da ist schon ein Skelett! Die ist hier hinten. Die kriegst du nicht mehr. Die ist hier. Die ist also. In der Kiste ist eine Kiste, warum setze ich die denn irgendwo hin? Oh nein, oh nein, oh nein, sind die. Oh Gott! Hey ho Minecraft-Freunde, willkommen zur nächsten Folge von Minecraft Sky zusammen mit Klim, hallöchen! Hallo! Ja, heute mal nicht mit Dena und Simon, die sind demnächst in den nächsten Folgen wieder mit dabei. Heute zusammen mit Klim. Und was ist hier passiert? Du weißt ja mehr, du kannst mal eben erzählen, warum diese Insel hier so zerstört hier aussieht. Also mein letzter Stand war, okay, hier ist auch was dazugekommen, da müssen wir gleich nochmal gucken, das ist nämlich die Baumplantage von Simon. Aber hier ist einiges anders. Der Kobbelgenerator sieht kaputt aus. Wir haben ein Bett. Aber was ist hier passiert? Pass auf, ich erzähl's dir. Ich war ganz friedlich auf meiner Insel da drüben und hab Sachen getan. Und dann stand der Chat war auf einmal voll mit Dena ist gestorben, Dena ist gestorben. Creeper, Dena, die Luft hier. Was auch sonst, ja? Ich hab dann irgendwann gefragt, sag mal, brauchst du Hilfe? Also ich dachte, ja, wäre schon ganz nett. Dann bin ich rübergekommen und in dem Moment hat er nochmal einen Creeper in die Luft gesprengt. Er war schon Rage-Quit. Dann habe ich ihm geholfen ein bisschen und dann ist halt noch was Blödes passiert. Ich habe ihm seine Sachen wiedergegeben und ihn dann auszusehen runtergestoßen. Nein, und was mit, aua, nein, jetzt werde ich schon abgeschossen, weil das da vorne ist alles überhaupt nicht ausgeleuchtet. Und jetzt, ich habe weder Fackeln, kannst du Blöcke irgendwie hinsetzen? Hast du ein paar Kobbels? Ich habe welche. Aua, 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 aua. So, wir sind erstmal in Sicherheit. Erstmal. Gefühlt noch nicht, aber naja. Gefühlt erst übermorgen. Genau. Hier sieht es aber wirklich, also wenn man sich so umschaut, da sind teilweise Inseln dabei, die sind schon richtig schick. Aber man muss auch sagen, auf dieser Insel ist bis jetzt alles so in den Aufnahmen geschehen und hier wurde nicht irgendwie offscreen noch irgendwas gebaut. Aber hier wird sich heute noch einiges ändern. Ich brauche aber am besten irgendwie Kartoffeln und selbst unsere Kartoffeln sind irgendwie anscheinend zerstört. Hier war mal auf jeden Fall eine Kartoffel. Die Skelette sind wirklich gefährlich. Oh, ja, die sind auch voll stark und intelligent. Gefühlt treffen die fast immer. Geht der Kobbelgenerator überhaupt noch? Ich hab grad. Oh, oh. Das sieht nicht wollen gut aus. Wollen wir mal einen neuen bauen? Ja, ich glaube schon. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Mein letzter Stand, als ich noch mit Dena hier auf der Insel war. Ich bin gerade echt ein wenig durcheinander. Als das letzte Mal, als ich hier drauf war, war noch alles heil. Der Stand war, wir haben ein Kartoffelfeld bekommen. Und es waren nicht so viele Monster hier. Und jetzt kommt man hier rauf und man wird angegriffen. Der Kobbelgenerator ist kaputt. Hier, alles ist kaputt. Das kann echt nicht wahr sein. Aber das ist auf jeden Fall RIP. Der Eimer ist weg, 100 Pro. Entweder. Nee, Simon hat den nicht. Der kann den gar nicht haben. Der muss dann. Entweder den hat ihn im Inventar oder der Eimer ist weg. Dann habt ihr wohl keinen Eimer mehr. Oh nee. Das sah alles mal hier viel besser aus. Oh Gott, warte mal. Du musst nur mit der Lava aufpassen, nicht, dass wir die Lava wegmachen. Nee. Hier, ja, jetzt habt ihr. Ah nee, warte mal, dann geht der Block. Klein. Nee, ich würde den hier schon lassen. Den vielleicht auch. Und jetzt nur mal gucken. Oh Gott. Früher konnte ich. Nein! Nein! Ja, super. Okay. Ich habe nämlich eigentlich heute was ganz anderes vorgehabt, als hier mich mit diesen Nachteilen der Insel zu begnügen. Aber egal. Das muss auch geschehen. Repariert werden. Ja, ohne Eimer ist doof. Ohne Eimer ist es tatsächlich ein bisschen anstrengend. Pass auf, die Lava muss ja nur irgendwie die Wasserquelle berühren. Korrekt? Korrekt. Genau. Das heißt, ich mache jetzt Vorsicht. Aber es muss auch einen Höhenunterschied da geben. Genau, genau wie du das machst. So, ich glaube hier vielleicht den auch noch. Nee, der kann schon bleiben. Aber ich glaube einfach den hier weg. Dann müsste die Lava da lang fließen, dann müsste der zu kommen. Dann nenne ich das den da. Aber da konnte ich mich vor 2 Tagen noch hinstellen. Und von da aus ja, das Farm. Ja, das könntest du quasi machen. So, wenn du den jetzt wegmachst. Oh, ja, es geht wieder, dankeschön. Kein Problem. Und jetzt kann man nämlich hier direkt sich mit dem Hammer hinstellen, theoretisch. Und schon mal in dem Sinne für gewisse Projekte, wie zum Beispiel einen Schmelzofen, Blöcke farmen. Aber es dauert jetzt hier mit dem Kohlegenerator. Ich mal ganz kurz hier hin. Ich hab dir auch noch mehr mitgebracht, fällt mir gerade ein. Weil ich hatte für Dena. Weil Dena hat ja seine Sachen verloren. Ich habe gesagt, pass auf, ich gebe dir die wieder, weil du ja meinetwegen verloren hast quasi. Ah ja, soll ich die ihm geben? Ja, ich habe jetzt
Nur den Hammer dabei. Und, okay. Den Rest habe ich draußen. Okay. Ja, egal, egal. Das gebe ich dem Dena wieder. Ich sage ihm hier, das ist alles, was du hattest. Das ist alles, was du bekommst. Tschüss. Okay, wie machen wir das mit dem Koppel? Auch. Wollen wir hier so zwei Koppelspuren machen, so nebeneinander, quasi so, zack, zack, und dann nacheinander abbauen? Ist das schlau? Ja, wir können uns ja hochbauen quasi, ne? Ah, das ist auch nicht schlecht. Wenn ihr ein Heavy Sith hättet, habt ihr gar keinen Sith mehr, oder? Habt ihr noch einen Sith? Ja, aber ihr habt keinen Heavy Sith, ne? Das ist ein bisschen blöd. Ist das schwierig zu bauen? 9 für ein so ein Silk Mesh? Ja, genau. Man braucht 4 Silk Meshes für ein Heavy Sift, richtig? Für ja, genau, einen Heavy genau. Silk. Das heißt schon mal 36. Ja, 72 Strings brauchen wir für einen. Ja, ganz knapp reicht das nicht. Verdammt. Der Vorteil von einem Heavy Sift ist einfach, du kannst, wenn du 9 Cobblestone zusammencraftest, kannst du damit Compressed Cobblestone machen. Und den kannst du dann mit einem fetten Hammer klein machen zu Compressed Gravel. Und da bekommst du natürlich schneller weggefahren, weil du immer 9 gleichzeitig nimmst, weißt du? Ah, ja, klingt logisch. Also an die Zuschauer, ihr habt vielleicht schon bei anderen Teilnehmern diese schwarze Schmelze gesehen, diese aus den schwarzen Blöcken. Genau die möchte ich auch bauen, weil man damit Erze verdoppeln kann. Und das brauchen wir auf jeden Fall hier auf der Insel. Es gab auch schon richtig coole Namensvorschläge für unsere Insel. Da müssen wir auf jeden Fall mal, wenn wir alle, also Dena und Simon, wenn wir alle zu dritt wieder aufnehmen, einmal einen Namen von wählen. Da waren so coole mit dabei. Zum Beispiel irgendwie... So, ich habe jetzt mal hier die Namensvorschläge offen. Nur mal ein Beispiel. Veganer Gomm-Döner. Finde ich gut. Das sehr kreativ. Also das hat mir sehr gut gefallen. Oder was war da noch dabei? Warte, ich habe da eben noch einen guten gelesen. Ich stehe auf diese blöden Wortwitze so sehr, ne? Ja. Und da gab es so viele gute. Leider, ich hatte noch einen gefunden, den sehe ich gerade leider nicht mehr. Aber ich sehe hier auch noch andere, die ganz, ganz cool sind. Ungejongt, HD oder so. Ja, also es gibt echt viele Möglichkeiten, die man da machen kann. Aber da müssen wir nochmal, wenn wir mit Simon und Dena eine Aufnahme haben, nochmal gemeinsam drüber sprechen. So, aber danke auf jeden Fall für die ganzen coolen Namensvorschläge. So, ich habe jetzt schon mal, du hast ja eben ausgerechnet, wie viel wir in etwa brauchen. Kannst du ja nochmal für die Zuschauer wiederholen? Wir brauchen ja in etwa so... Also ich habe einen Teil ausgerechnet. Also wir brauchen, mindestens brauchen wir, glaube ich, 10 von diesen... Wie heißen die nochmal? Clay, genau. 10 Clay braucht man mindestens. Wir brauchen aber mehr, weil ich habe nur für die Bricks gerechnet. Wir müssen aber noch andere Komponenten machen und die kosten teilweise mehr, teilweise weniger, deswegen nur ungefähr. Aber wir brauchen auf jeden Fall einen Eimer Wasser dafür und deswegen gehe ich jetzt mal ganz schnell einen Eimer holen. Mhm. Stimmt, auf jeden Fall. Warum kann ich das... Ah, ja. Okay, ich habe schon mal einen Clay-Block. 2 Clay-Blöcke. So, Seat. Okay. Ah, jetzt gibt's die! Das lag doch dran. Das lag wirklich, ich hatte mein Minecraft auf Deutsch eingestellt und deswegen habe ich diese Blöcke nicht gefunden. Und jetzt finde ich sie. Genau die möchte ich hier bauen und zwar, welche denn hier von? Da unten sind sie. Seared Bricks. Genau, und dafür brauche ich... Da. Ja, genau, okay. Dann, das ist ja echt einfach zu bauen. Dann mache ich mal einen davon fertig. Wir brauchen davon, ich habe mal ausgerechnet, 4 auf dem Boden. Dann brauchst du jeweils 4 an allen Seiten. Wo ist unser Ofen? Unser Ofen ist weg. Also hier und da fehlt tatsächlich was. Also, oder ist hier noch ein Ofen? Also vielleicht sollten wir auch mal das Zeugs hier abbauen, weil das stört halt echt extrem. Das alles hier, oder? Ah ja, alles. Eigentlich alles. Diese Insel sieht halt aus von außen wie ein Meteorit. Das habe ich schon vor der Aufnahme zu Klim gesagt. Ja, genau. Das ist halt wirklich so. Das sieht einfach alles zerstört aus. Alles so richtig... Das fand ich schon immer doof. Und jetzt wird es mal Zeit, das irgendwie hier zu ändern. Weil wir wollen eigentlich da oben auf dem Baum bauen. Ich weiß jetzt nicht, ob es Sinn macht, den Ofen da oben zu bauen oder eher hier unten. Ich würde sagen, eher fangen wir mit dem Ofen hier unten an. Ja, ja. Nicht, dass der Baum noch abfackelt. Das wäre so der Super-Gau. Dann fehlt nur noch Simon, der ja hier auch noch irgendwas zerstören muss. Dann weiß ich schon den Namen für unsere Insel. Da muss dann irgendwas mit zerstört rein. Und er nickt mich einfach nur an. Er nickt. Ich denke gerade so, hat er den gesehen? Du magst oder mich, oder? Ist kommend ein cooler Typ. Ja. Willst du mich in die Luft jagen? Was? Du willst mich in die Luft jagen? Die Community ist schon stark, oder? Oh Mann. Und weißt du was? Du wirst jetzt schon sterben, Creeper. Du wirst sterben. Ja. Ach, ich sehe es, wie er nickt. Eben die ganze Zeit. So, weg ist er. Zack, ich darf jetzt hier nur nicht runterfallen, weil das ist alles nicht sicher. Sag mal, wie viele Bricks... Wie heißen sie? Nicht sicher, der Film ist genial. Wie viele Bricks hast du schon? Ich habe jetzt... Also Bricks noch gar nicht. Ich kann mal kurz gucken, für wie viel das reicht.
Ich habe das gar nicht ausgerechnet. Ich habe gleich 8 Seared Bricks. Also, und daraus kann man dann ja erst diese Bricks bauen. Also ich kann zwei also Blöcke bauen. Dann zwei Blöcke, genau. Ja. Oh ja, Kohle wäre echt gut wegen Fackeln. Oh, das wäre so gut eigentlich. Das wäre mega der Fortschritt, wenn wir hier mal alles ausleuchten würden. Ich ja, warte mal. Würde ich auch sagen. Ich meine, ich habe es jetzt schon gesehen. Ihr hättet auch einfach Half-Slaps hinmachen müssen, können, ne? Ja. Ich höre einen Schleim. Hier sind irgendwo Schleims. Dann habt ihr den Slime-Trunk. Warte mal, wo sind die? Hier unter mir. Aber ich kann da jetzt nicht runterspringen. Die kommen immer wieder. Ich habe nämlich schon mal offscreen hier welche gesehen. Das heißt, wir haben hier wirklich, wie du sagst, einen Slime-Schrank. Ja, glaub mir, dann wird das viel, viel schneller gehen mit dem Siffen. Das ist dann richtig angenehm. Ja, ich freue mich jetzt schon so darauf. Das geht also, wenn du, dann ist es mehr so, als wenn du so 9 Kabelblöcke direkt zu 9 Gravelblöcken machen. Das ist halt mega angenehm. Ja. So, also ich habe schon mal das Heavy Thief. Das stelle ich mal direkt, na, am liebsten nach da oben, aber ich stelle es erstmal hier hin, weil man sich eh hier am meisten aufhält. Das stelle ich mal. Kann das sein, dass du gerade vor Hunger hast? Ja, kann gut sein. Hier, ich drop dir mal die Kartoffeln. Ja, danke. Hier solltest du einfach noch in den Ofen tun. Ja, stimmt. Ich wette, jetzt gleich kommt ein Schuss vom Skelett. Der komme was slay my Skeleton. Ich sehe es gleich kommen, wenn ich hier nämlich am 7 bin. Da ist schon ein Skelett, da ist schon ein Skelett. Jetzt verzieh dich nach unten. Mann, ich wollte gerade an das Sieb und das Sieb steht genau auf der Ecke, wo... Oh Mann, hab ich halt... Das gibt's nicht. Du bekommst zwar schneller Ressourcen, aber dafür bekommst du weniger, als würdest du die Scrabble einzeln da reinpacken. Ah, aber halt schon besser. Ach ja, guck mal hier, ich hab jetzt... Ich hab... Oh, das ist gut. Copper Ore, Broken Tin Ore, Iron Ore habe ich daraus bekommen. Broken Leaf. Du wirst getroffen. Ja, also... Boah, man muss wirklich viel Koppel einfach abbauen. Das ist wirklich so wie beim klassischen Skyblock eigentlich das Hauptziel am Anfang. Koppel, Koppel, genau. Koppel, das braucht man. Wollen wir sagen, warte mal, soll ich die auf den Boden stellen jetzt einfach oder wo kommen die hin? Ja, kannst du schon mal 4 Stück auf den Boden machen. Ja, ich habe nur 2, aber... Also okay, ja gut. Ich wollte nur mal den Anfang legen für den Ofen, damit man Bescheid weiß, wenn man hier hinkommt, der Ofen steht. So. Oh, wo kommst du denn her? Oh, da sind noch mehr. Das Problem ist, ich hab nur noch 2 Herzen. Nein, komm hier, geh da weg, geh mal weg, geh mal weg, geh weg. Ich kletter die Leiter hoch. nun. Ja. So, wir beide, ich würde sagen, warte mal, wir beide gehen hier eben hoch, so. Und überlegen kurz, was hast du mir gerade zugeworfen? Das war, genau, Sand noch. Another one bites the dust. Another one bites the dust. Wunderbar. Kannst du das da reinmachen? Ich hab einen Eimer mitgenommen. Ja, du musst schon den Dust da rein tun, nicht den Gravel. Du musst erstmal Wasser reinfüllen. Ja, da ist doch Wasser drin. Wo? Oder ist da nicht genug Wasser drin? Hä? Sag mal. Bei mir ist da kein Wasser drin. Also. Hä, bei mir ist in ohne Melone. Bei ist Wasser drin. Jetzt ist da Wasser drin. Verrückt. So. Aha, hast du eingesammelt. Okay. Cool, das steht hier so gefährlich hier in der Kante alles. Oh Mann, oh Mann. Egal, kein Problem, wir sind jetzt keine Skelett. Und weiter geht's. Jetzt habe ich einen eingesammelt. Jawohl, das nenne ich hier mal Produktivität. So stellt man Clay her. Boah. Den coolsten Block in Minecraft stellt man so her. Hand in Hand. Das nenne ich Teamwork, sag mal. Auf jeden Fall. Wie viel hast du Made schon? Made by Glim. So müssen wir beide uns nennen. Ja, Glim. Kauft unser Glim-Merch in einem Moment. So, und zack. Noch ein bisschen. Ich habe noch ein Dust übrig. Another one bites the last dust, oder? Okay. Genau, another one bites the dust. Kann ich diesen blöden Zaun da oben mal entfernen? Ja, bitte? Bau ihn ab. Zack. Bau ihn ab. Baut selber ab. Okay. Okay. Oh. Okay, und das kann eigentlich auch mal hier weg. Oh, langsam. Es tut gut irgendwie, wenn das ist alles so... Ja, einfach mal weg. Ja, dass die da auch da hinten stehen, das ist irgendwie auch suboptimal, wenn ich das mal so sagen darf. Du meinst jetzt die Siebe hier, oder was? Ja, die Siebe stehen hier hinten, da, wo dich die Skelette schön abschießen können. Die anderen Teile stehen hier, wo du schön von der Kante fallen kannst. Und das genau ist alles eher suboptimal. Genau aus dem Grund werden wir das jetzt ändern. Und zwar... Okay. Und man, das ist alles hier so hässlich einfach. Das ist so hässlich hier alles. Wo ist denn die blöde Kiste, Mann? Die ist hier hinten. Ich finde die Kiste nicht mehr. Die ist hier. Die ist hier.
In der Kiste ist eine Kiste, warum setze ich die denn irgendwo hin? Es müsste einen Wettbewerb geben, hier bei Minecraft Sky, für die hässlichste Insel und die schönste Insel. Der Award für die hässlichste Insel wird natürlich an... Ja, das weiß ich auch nicht, an wen die gehen würde. Deswegen ändern wir. Oh, es regnet da auch direkt. Das ist gut, dann füllen sich hier unsere Oak Barrels, wie man gerade sieht. Ja, ich möchte halt die ganze Plattform oben irgendwie aus Erde machen. Wir können was bei mir zu Hause holen. Hier, ja, hier ist noch Erde drin. Wir nehmen noch mal einen halben Stack mit. Ja, das klingt gut. Das klingt oh, hier habe ich auch noch 15 Erde drin. So, dann nehmen wir noch ein bisschen mehr mit. Erde, Erde, Erde und zurück und oh, zack. Ja, das bin ich auch jedes Mal. Weißt du, was ich jetzt mal? Auch ich wollte gerade Gravel da hinsetzen. Das ist, ich traue mich jetzt nicht hier drüber zu sprechen. Huh, Gott sei Dank. So, wehe, hier jagt noch jemand Creeper hoch auf der Insel. Ich sag hast euch. Hast du gehört, Dena? Dena hörst Dena. Du? Dena! Wehe. Hier. Ich hab dir mal mein Das langsam wieder aus, wie Insel. Ah ja, das waren die Clayblöcke, ne? Ja. Ja, jetzt habe ich schon 17. Oh, warte mal, kannst du mir mal ein bisschen Erde geben? Erde, ja. Ich hab ja, noch weil 10. dann kann ich mal ein wie bisschen zippen. Dann kann ich vielleicht ein Grass Seed bekommen. Dann kann das hier aus Gras werden, so, weißt du? Dann muss es nicht die ganze Zeit durchs Hässliche sein, ne? Soll ich dir helfen? Ja, gerne. Kannst alle Gerätschaften, dann werden wir schnell fertig. Das ist nur das Letzte für diese Folge. Da haben wir so viel hier geschafft. In einer Folge. Was? Nee. Oh! Ja! Ja! Kartoffeln! Ja, lecker! Oh, die schmecken auch noch richtig gut. Oh, lecker, lecker. Ich glaube, wir können in dieser Folge noch eine Sache machen. Ich habe nämlich noch was mitgebracht, was wir quasi direkt machen können, wenn du möchtest. Gerne. Da brauchen wir nur den Eimer. So, ich klaube mal einfach was für euch hier. Ja, gönn dir. Fühl dich wie zu Hause. Wir brauchen nur noch mal Kohle. Ausleuchten wäre noch gut, weil sonst ist die Insel bald wieder ein... Kohle ist gleich Gravel Siphon, ne? Ja, das passt. So, jetzt kommen hier noch die letzten Schritte für diese Folge. Also, der kommt dahin. Die Werkbank, die werde ich jetzt hier unten platzieren. Hier an die Seite kommt noch ein bisschen Mauer. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, ganz gut. Dann kann man hier auch noch mal an die Ecke ein bisschen Mauer machen. So. Das ist schon mal viel sicherer. Jetzt brauche ich noch ganz schnell ein wenig Kohle. Dafür muss ich eben kurz Gravel. Ach, habe ich das schon gerade gemacht? Ich glaube schon. Compressed Gravel. Habe ich 6 Stücke. Genau. Und jetzt ich brauche auch eine Kohle, weil hier drunter muss ja eine Kohle stehen unter dem Teil, ne? Und ja, genau, eine Fackel. Kohle, eine Fackel. Ja. So, und ich glaube, ich habe da schon Kohle bekommen. Das sieht. Ich lasse mich einfach mal überraschen. Ich habe schon anscheinend wieder ein volles Inventar. Eine Truhe hier oben macht auch Sinn eigentlich. Das mache ich aber nicht mehr in der Folge. Kohle habe ich 5 Stücke. Dann gebe ich dir okay, mal. Okay, boah, dann kannst du ja mega viel Fackeln machen. Ja, ich glaube, ich werde alles in Fackeln stecken, oder? Oder soll ich ein Stück Kohle in den Ofen? Ah, ich glaube, ich lasse. Ja, kannst du machen. Also Fackeln kriegt man eigentlich mehr als genug daraus, ne? Ja. Also jetzt erstmal hier, zack, ein paar Fackeln machen. Jawohl, und dann ist die Insel und das, was wir hier gebaut haben, auch erstmal sicher, so im Großen und Ganzen. Wenn wir hier haben Denas Fehler im Oben. Ja, ja, obwohl Denas Fehler, Dena war ja nur ein Opfer quasi von den Monstern, die hier plötzlich alle da waren. Wir müssen eigentlich bei dem Mopfer mal eben ausleuchten, ist gefährlich jetzt bei Nacht. Okay, wollen wir uns das trauen? Ich ja, würde sagen komm. Schon, oder? Fürs Ende der Folge. Ich würde am liebsten meine ganzen Sachen saven, aber genau. No, no risk, no fun. Wir waren doch vielleicht ein paar davon. Okay, dann, aber ach komm. Ich hab eh nicht mehr viele Sachen. Das passt schon. Also, dann schnell hier runter. Da ist ein Creeper. Ja, ich sehe es. Zack, zack, zack. Oh, da sind so viele Monster. Ach du. Oh nein. Oh nein. Oh nein, sind die. Oh Gott. Hilf. Oh. Oh, aber meine Sachen liegen da noch. Da waren einfach so viele Monster. Aber dafür. Das war es mir wert. Wirklich, das war es mir sowas von wert, dass ich da jetzt einmal gestorben bin. Das, ich sag dir, das hat sich gelohnt. Wir müssen auch eigentlich nochmal hier den Weg ausleuchten, aber die Insel ist jetzt gegen Monster gesichert. Wenn die erstmal verschwunden sind, dann werden da nicht so schnell so viele neu spawnen. Und das ist wirklich doch schon mal ein großer Vorteil. Hier auf der Insel vielleicht sollten wir auch noch ein paar Fackeln setzen. Ich habe jetzt kaum noch welche dabei. Da hinten ist noch eine Spinne. Oh, blöde Spinne. Geh mir nicht auf die Nerven. So, Spinne ist tot. Vorsicht, Küber. Oh, der hat schon gezischt. Achtung. Ja. Ich hab die Fackeln wieder. So, wo würdest du sagen, fehlt noch eine Fackel? Hier vielleicht? So, okay, es ist alles ausgeleuchtet erstmal. Die Insel ist fertig, Leute. Die Insel ist so fertig. Nee, aber fürs Erste haben wir wirklich viel geschafft. Wir haben da den Ofen angefangen, wir haben die Insel aufgeräumt, wir haben die Monsterfarm ausgeleuchtet, wir haben einiges dazugelernt. Klim, vielen Dank für deine Hilfe. Wirklich, nee, ohne das dich. Eine verplante Folge. Ach was, dafür haben wir echt viel geschafft. Das war ja auch so ein Durcheinander einfach hier auf der Insel.
Da ist das einfach so. Ja, morgen 12 Uhr kommt die nächste Folge. Mal schauen, ob da Dena und Simon wieder mit dabei sind. Ansonsten sage ich, schaut bei Klim vorbei. Da werden wir jetzt auch eine Folge für seinen Kanal aufnehmen von Sky. Und ansonsten, ja, haut rein, lasst eine Bewertung da und tschö mit Ö. Tschö.